Heiko Hülsmann, er hat eben noch gesagt, du machst Sachen mit mir. Eigentlich solltest du jetzt so tun, als wärst du der Flugzeugeinweiser beim Frankfurter Flughafen. Aber ich brauchte genau so, eigentlich nur ein cooles Startbild. Das ist ein cooles Auto. Leider ist es kein Rennwagen, obwohl es hat schwarze Felgen. Es hat einen sehr sportlichen Look. Es hat Zierstreifen mit dabei, sodass man denkt, es könnte von alleine fliegen. Es wiegt aber wie viele Tonnen? 15 Tonnen, knapp 15 Tonnen. Und zulässiges Gesamtgewicht sind 18 Tonnen. Also 3 Tonnen Zuladung. Mit wie viel PS wird er bewegt? 460 in dem Fall, also der 10,7 Liter Motor. Hat der Drehmoment? Wie verrückt, um die 2000 Newtonmeter. 2000? Ja. Echt? Und das drückt dann schon, ja. Sag mal, du brauchst den Gang gar nicht mehr wechseln. Die Berge in Kassel, die sind, glaube ich, bei der Tonnage nicht so schlimm, oder? Na gut, man muss ja wissen, dass so ein Actros eigentlich für 40 Tonnen dann ausgelegt sind, also noch mit einem großen Anhänger dahinter. Die haben wir hier nicht. Und somit reicht das völlig aus und nein, macht sogar sehr viel Spaß. So, jetzt tu mal so, als ob dich keiner kennen würde. Wer bist du, wo sind wir? Ach, ja. Heiko Hülsmann, die Firma Vario Mobil. Wir bauen solche schönen Autos. Ich habe mal Fahrzeugtechnik studiert und fertig. Liebe diese Autos. Fertig studiert? Auch fertig studiert sogar. Ja, viele sagen, ich habe mal Fahrzeugtechnik studiert, habe keinen Abschluss. Mit Abschluss. Ja, genau. Mit die Diplom, was hat man dann damals bekommen? Genau, ich war noch ein Diplom-Ingenieur oder bin noch ein Diplom-Ingenieur. Heute ist es ja Bachelor oder Master oder so etwas. Ja, also für alle, die das jetzt gucken, gar nicht wissen, was ein Diplom ist. Ja, das ist also nichts, was ihr kriegt in der Schule, weil ihr ein schönes Bild gemalt habt. Früher gab es Diplome. So, und ist so, wann erkennt man denn als Jugendlicher, dass man irgendwie Bock auf Fahrzeugbau hat? Kann ich dir nicht sagen, aber bei mir war das so mit 12, dass ich da Bock drauf hatte. Und das fing dann mit einem Mofa an und ging dann weiter über Fahrzeuge, über Autos, über Rennsport, Motorsport. Ja, und dann hat man das irgendwann zum Beruf gemacht. Mach mal bitte hier auf. Wir haben einen ersten Teil gedreht. Liebe Zuschauer, ihr müsst den gucken und bleibt bitte bei diesem Video bis zum Ende dran. Abonniert auch bitte German Television. Abonniert German Television, ganz wichtig. Und ja, guckt euch an das Wording. Wir haben zwei Videos gemacht, einmal außenrum. Dann haben wir gezeigt, wie so Fahrgestelle aussehen, wenn sie angeliefert werden. Wir haben uns sehr stark über das Thema Garage unterhalten. Die haben wir schon gezeigt, haben alle Klappen geöffnet im ersten Teil. Und über die Historie ein bisschen von Vario Mobil. Zwei Klappen haben noch gefehlt. Das hier ist ein Staufächer? Genau, das sind einfache Staufächer. Wir hatten es ja vorhin schon erwähnt, der Kunde hat schon seine Sachen angeliefert. Das Auto wird jetzt in 2 Wochen ausgeliefert an den Kunden. Der geht in die Schweiz. Und ja, somit haben wir schon seine Sachen hier platziert. Hier sieht man so ein paar Kinderspielzeuge in der Kiste und ich glaube, das ist eine Wasserpistole. Die Kinder sind noch ein bisschen kleiner, was man so braucht. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe ja eben die Fahrräder gesehen. Das Ganze ist ein Familienvater, der hart arbeitet, muss man sagen. Ihr habt viele Unternehmer in der Kundschaft auch, die, ich sag mal, Verantwortung haben für unglaublich viele Menschen. Das geht dir ja genauso. Ihr habt, wie viele Leute habt ihr bei Vario? 60 sind wir insgesamt. 60. Und man darf etwas jetzt erstmalig auch den Leuten wirklich sagen über dich persönlich. Eine Sache, die viele jetzt schockieren wird, wo viele sagen werden, naja, weiß nicht, werde ich da jetzt nochmal ein Fahrzeug kaufen bei Vario Mobil, nachdem ich das erfahren habe. Du selbst hast auch einen. Ein Vario meinst du? Ja. Selbstverständlich. Was hast du denn für einen? Ja, das wissen die meisten schon. Vielleicht treffen wir uns mal unterwegs, dann sehen wir das. Du willst mir nicht sagen jetzt? Nee, zeig ich dir nachher mal. Einen großen, kleinen oder? Also Reisemobil? Ja, Reisemobil. So mittel. Mittel, so, das ist so. Du selbst hast aber keinen neuen, sondern du hast dir einen gegönnt, so muss man es wirklich fairerweise sagen, der schon ein kleines bisschen älter ist. Das spielt auch gar keine Rolle. Viele kaufen diese Fahrzeuge, weil sie wissen, sie halten lang und sie sind sehr zeitlos. Genau, also wir bauen ja jetzt ungefähr seit 40 Jahren und somit gibt es eben auch schon ältere klassische Autos. Und diese klassischen Autos, in meinem Fall zum Beispiel ein Alkoven von 2000. Du wolltest es ja nicht sagen. Alkoven von 2000, das heißt 23 Jahre alt, sieht man das auf den ersten Blick? Das sieht man an der Optik irgendwie und gerade beim Alkoven hast du ja auch dann das Originalfahrerhaus da zu sehen und daran erkennt man schon irgendwie. Auf was bitte? Auf dem Atego, auf dem 12-Tonner Atego. Aber das sind einfach tolle Autos, die machen so viel Spaß. Und ich mag ja klassische Autos, auch im Pkw-Bereich und somit auch diese Autos. Und wenn du den Möbelbau siehst, wenn du die Kabine siehst, das macht einfach so viel Spaß. Und ja, das ist vielleicht nicht so modern, wie wir es heute machen, aber von der Qualität her top und eigentlich so ähnlich, wie wir es heute machen, haben wir damals schon gebaut.
Ja, das Coole ist, man kann die Fahrzeuge auch zu euch bringen. Mach mal bitte nochmal zu. Man kann die Fahrzeuge zu euch bringen und kann die refurbischen lassen. Das ist der neudeutsche Ausdruck für bitte einmal alles neu machen. Kenne ich bei KFC, McDonald's, da kommt ein Bautrupp. Eine Woche später haben sie das neue Markendesign außen neu angestrichen, innen alles ausgeräumt, komplett mit allem drum und dran. Das geht hier, weil die Bauweise gegenüber den allermeisten nämlich so gebaut sind, dass die Möbel kein tragendes Element sind. Das heißt, dieses Fahrzeug fährt und darf sogar fahren ohne jegliche Inline. Richtung. Genau, die Kabine ist selbsttragend. Das heißt, wenn du den Rohbau fertig hast und eine lackierte Kabine hast, dann könnte die auf die Straße. Somit könntest du nach 20, 30 Jahren sagen, den Möbelbau, den nehme ich einmal komplett raus und mache einmal alles neu. So wird er heute auch gebaut. Die Kabine steht erst und dann machen wir den Innenausbau, die Technik, Wasser, Heizung, Elektrik, kommt dann alles erst rein. Ganz anders als bei so einem Serienhersteller. Ihr habt Kabelkanäle vorgesehen, sodass das Ganze auch erweiterbar ist. Das heißt also auch nachträglich ohne Möbel auszubauen, wenn man weiß, wo die sind, könnt ihr wirklich Technik nachrüsten, Lithium nachrüsten, Solarzellen erneuern, das geht alles. Das heißt also, das ist wie ein Haus, wo ich die Haustechnik verbessern kann. Das Einzige, was ich nicht ändern kann, sind zum Beispiel die Materialdicke wahrscheinlich von einem Sandwich, oder? Na gut, da willst du ja auch nichts dran ändern, weil die Kabinen sind meistens noch gut dann. Auch so ein Lack ist eigentlich immer dann noch sehr, sehr schön, wenn man ihn ein bisschen gepflegt hat. Und da ist eigentlich nichts dran zu tun. Deswegen könnte vielleicht die Lackierung nicht mehr ganz so aktuell sein vom Design her, aber auch das ist dann schon alles. Ansonsten ist das von der Qualität her nach wie vor auch vor 30 Jahren schon top gewesen. Guck mal hier, die Scharniere, die liegen außen, Edelstahl, ist ja gefährlich, die könnte ich ja jetzt mit der Flex einfach, gut, sind 4 Stück. Ja, musst du erstmal eine Leiter mitbringen, damit du da oben dran kommst und also klar, wenn du das willst, kannst du die durchflexen. Ja. So, die Markise habt ihr auch nicht voll integriert, trotzdem ist es mir ehrlich gesagt erst jetzt aufgefallen, weil die Integration der Markise so krass gut ist, dass man sie von außen optisch, das Fahrzeug unglaublich stimmig, das ist auch der Abstand von einem Fenster zum anderen von der Markise, das fällt überhaupt nicht auf, dass sie nicht integriert ist. Nee, weil sie eben mitlackiert ist, im gleichen Farbton wie das Fahrzeug auch. Und du hast einfach den Vorteil, dass du im Innenraum die Hängeschränke nicht kleiner machst oder sogar, ja, in dem Fall ist da ein Gang neben dem Bad oder durchs Bad durch. Da würdest du dann so einen Kasten haben oder sogar in der Dusche, was ja gar nicht funktioniert. Aufs Dach geht nicht mehr, weil wir sind schon auf der maximalen Höhe. Wir gehen am besten mal rein. Das Raumgefühl drinnen ist unglaublich, weil wir nämlich etwas ganz Besonderes haben. In diesem Fahrzeug hier haben wir eine Raumerweiterung, die seitlich ausgefahren wird, in Neudeutsch Slide-Out. Gibt es einen Erker? Nennt sich das Ausfahr-Erker? Ja, manche sagen auch Erker, Wohnraum-Erker oder Slide-Out. Also ich glaube, da gibt es mehrere Begriffe dafür. An der Seite Feinsteinzeug. Das ist ja mal was Neues. Ist das echtes Feinsteinzeug? Ja. Das ist eine ganz normale Fliese, ein Feinsteinzeug, wie man das aus dem Haushalt auch kennt, ja. Okay, das heißt, die ändert die Farbe nie, die ist extrem kratzresistent, da passiert nichts, oder? Das ist ein ganz normales, schönes Feinsteinzeug, was immer so aussieht, was pflegeleicht ist, was auch in 30 Jahren noch so aussehen wird. Was ist hier, da ist eine kleine Schlaufe, was kann die? Hier hast du ein kleines Fach drunter, ich weiß jetzt nicht, wie aufgeräumt es da ist, ja, na, es geht. Boah, klein. Da kannst du noch ein paar Sachen, Schuhe oder so etwas stauen. Der ist noch nicht eng gereinigt, der wird übergeben in Kürze, aber er ist schon fast fertig. Ist das 99%? Also fertig ist er, bis auf Endreinigung. Soweit ich im Moment weiß, ist er komplett fertig. Ja. So, da bin ich mir jetzt mal sehr gespannt. Auch zu diesem Geschichte, zu diesem Fahrzeug gibt es bestimmt wieder mal eine tolle Holzgeschichte. Was mir wieder mal auffällt, ist, dass wir hier eine ganz besondere, wahrscheinlich schon fast eine optische Täuschung haben, was den Holzton angeht. Du bist doch der Spezialist im, ich nehme einfach eine Holzfarbe und ändere den Farbton nachträglich im Echtholz. Geht das? Wie wir es hier sehen, geht das. Denn das ist eigentlich ein dunkles Nussbaum, was man hier dann in heller gebleicht hat. Das geht. Das geht. Wie man sieht, geht das. Und dadurch kriegt man so einen schönen, ja, wie ich finde, einen warmen Ton. Man erhält die Maserung vom Nussbaum. Und Nussbaum hat eben eine tolle Maserung. So schöne Blumen, wie man hier sieht. Ja. Und hier ist das zum Beispiel gestürzt, sodass du da irgendwie so einen Durchlauf hast.
Und trotzdem kriegst du einen hellen, angenehmen Ton, ohne gleich dieses ganz Dunkle vom Nussbaum zu haben. Weißt du, was mir hier echt gut gefällt bei dem Auto? Das ist nicht so unglaublich Luxus betont, sondern hier haben wir eine schöne Eigentumswohnung, würde ich mal sagen, die indirekte Beleuchtung da ist. Das helle Holz ist eben Trend im Moment, auch in der Massenproduktion ist hell gerade da, aber das spielt bei euch ja eh keine Rolle. Kriegst das, was du willst. Genau. Und in Verbindung mit den weißen Elementen, die hier drauf sind, viel Weiß, viel Helligkeit, also sehr, sehr zeitlos. Gut, klar, wenn jetzt wieder in 10, 20 Jahren, wenn wir uns das Video angucken, sagen, mein Gott, warum haben die denn diesen schönen Nussbaum damals gebleicht? Ist ja voll im Trend, ist jetzt wieder ein Original-Nussbaum. Soll ich dir was sagen? Ich glaube das nicht mal, weil ich glaube schon, dass das so relativ zeitlos ist. Dass ich vielleicht noch mal so ein Design ändert von der Form her irgendwie mach sein. Aber ich glaube schon, dass das relativ unaufdringlich ist und dadurch zeitlos ist. Ja? Und wie du eben sagst, ja, da sind wir wieder bei dem Thema schlichte Eleganz. Ich finde, das kann man auch hier durchziehen. Du, ich kriege jetzt einen Eichhofen, leider nicht von dir, das kann ich mir nicht leisten, aber ich will auch nicht so lange warten, kommt hinzu. Aber der Eichhofen hat natürlich einen riesen Vorteil. Jetzt kann man noch durchgucken bis zum Fahrerhaus, ja. Aber wenn du da vorne zumachst, das kann man ja zumachen, das kann man sogar, glaube ich, in dem Fall nicht zubauen, aber man kann es zumindest mal zumachen, dann ist dieser Raum hier kein... Heike macht noch die Klappe raus. Tür zu. So, und jetzt siehst du von dem Führerstand nichts mehr, Heiko. Jetzt ist, wenn du gerade noch mal zu mir kommst, bitte, dann schieße ich nochmal. Jetzt hast du eben den Fahrerhausbereich, wo ja ganz klar der kälteste Bereich oder die Wärmebrücke ist, abgetrennt. Und somit hast du jetzt dein, ja, wenn du willst, dein kleines Apartment. Es geht mir gar nicht um die Wärmebrücke, die ist mir vollkommen egal. Ja, es geht mir um das Feeling. Ja. Du siehst einfach kein Lenkrad mehr, ja. Du hast keinen Fahrersitz mehr. Klar, der eine Fahrersitz, das ist natürlich auch genial gelöst, dass du hier in dem Bereich einen zugelassenen Sitz hast, der im Innenraum ist. Mhm. Das darf man ja auch anders machen. Meistens sind das dann Gurte von integrierten Sitzen, aber hier hast du den Sitzkomfort besser wie vorne, oder? Bei dem Sitz. Was ist das? Das sind unsere Standardsitze, unsere SKA-Sitze. Du hast eben den Vorteil hier, dass du jetzt einmal den Wohnraum hattest, wie wir es gerade gesehen haben. Du hast hier einen schönen Lounge-Bereich mit zwei Einzelsitzen und hier eben, wo du mal die Füße lang machen kannst. Und dann hast du eben während der Fahrt, hebst du diesen Alkovenboden hier an. Ja. Jetzt drehe ich hier den Sitz in Fahrtrichtung und sitze auf einmal hier mit Mama und Papa zusammen und fahre gemeinsam. Und trotzdem irgendwie leicht getrennt, dass man sich nicht nervt. Aber das ist doch schön. Ich habe die volle Übersicht. Ich kann mich unterhalten. Und ich finde es angenehm. Jetzt muss man sich denn nur noch einigen, wer vorne und hinten sitzt. Du hast diesen Sitz gleich zweimal realisiert. Ich kenne das ja von den Barsitzgruppen aus der Weißware-Industrie, die du da hast. Da hast du hinten dann den gleichen Sitz wie vorne, aber hier gleich zweimal hintereinander. Das habe ich noch nicht gesehen. Das sieht sogar ziemlich cool aus, finde ich. Naja, weil du ja hier die Fahrer-Beifahrersitz nicht wirklich integrieren kannst. Ja, hier musst du ja einen eigenen Bereich haben. Und manche wollen dann hier noch so eine Tischplatte haben, die hier rausklappt. Dann kannst du hier noch was spielen oder deine Getränke abstellen. Darf man den entgegen der Fahrtrichtung betreiben? Nein. Nein. Das heißt, der muss nach vorne zeigen. Jawohl. So, das mit Beinauflage, das sieht aus, als wäre der Sitz von, der ist nicht von SCA, nee. Der SKA. SKA ist das. Das ist ein SKA-Sitz, ja. Mhm. Da kannst du jetzt hier die Beinauflage rausmachen und... Oh, das war zu schnell. Bitte nochmal. Wie funktioniert das? Boah, ich bin schockverliebt. Das ist Serie vom Hersteller? Das bestellen wir so, ja. Das bestellt ihr so. Das Leder, habt ihr das selber beledert oder kommt das so? Nein, die Sitze bekommen wir tatsächlich so. Wir schicken das Leder dorthin, was wir haben wollen, damit wir eben auch das gleiche wie auf der Couch haben. Und das wird dann so dort gefertigt. Der Sitz ist so schön. Und der ist natürlich auf so einem Gurtbock. Das Ganze muss ja auch getestet werden. Das heißt, der Sitz selber ist schon zertifiziert. Da musst du dich nicht mehr drum kümmern. Aber eine Luftfederung hat er jetzt keine, oder?
Könntest du machen. Würde gehen, auch hinten. Kein Problem, ja, könntest du haben. Mhm. Okay, wenn man das unbedingt braucht, aber der ist ja eh luftgefedert, das ganze Fahrzeug. Lass mich gerade noch mal einen Punkt finden. Wenn du mal gerade mal bitte hinter mich trittst, lieber Heiko, dann haben wir ganz viele Möglichkeiten, ein Standbild zu schießen. Ich gehe jetzt bitte in den Fahrerhausbereich rein. Ich bin 1,83 Meter, gehe gerade stehenden Fußes hier rein ins Fahrerhaus. Genau. Jetzt bücke ich mich ein kleines bisschen, weil es sind... Du blickst in den Raum rein und der Slide-Out, was hat der? 1 Meter, 16 Zentimeter? 50 Zentimeter. 50? Ja. Ja, das macht enorm was aus. Du musst dir ja vorstellen, das Auto ist ja eigentlich nur 2,50, also 2,40 innen ungefähr und dann kommen 50 dazu. Das ist ja gewaltig. Im Prozent? Im Verhältnis gesehen, genau. Aber dass das denn tatsächlich so viel ausmacht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Naja, und jetzt guck dir diese schöne Winkelsitzgruppe an. Das ist doch toll. Hier hast du wirklich Platz. Hier kannst du dich hinsetzen. Hier kannst du die Füße hoch machen. Hier kannst du lümmeln. Oder da die Position Fernseher. Hier hinsetzen. Hier mein Rotwein. Traum, finde ich. Oh, ich muss echt mal wirken lassen. Ich liebe diesen Holzton. Ist das stabil eigentlich, die Oberflächen? Ja, gut, du hast so einen Naturholzeffekt obendrauf. Das heißt, die ist ja lackiert, die Fläche, die ist ja nicht roh, obwohl so, sie relativ so matt. Roh aussieht. Ja. Damit ist die Oberfläche geschützt, ja. Man kann hier noch ein Bett machen eigentlich, hier aus der Sitzgruppe, kann man das absenken oder könnte man das auf Wunsch? Ist jetzt hier nicht vorgesehen, könnte man aber so machen, war für den Kunden jetzt kein Thema, weil er ja oben den Bereich hat. Das heißt, er hat zwei Kinder und die Erwachsenen sind dann ja hinten. So, der kommt aus der Halle, Heizung ist aus, gell? Ja, hier ist keine Heizung. Der hält die Wärme auch gut, finde ich. Ich meine, der steht jetzt schon fast 3 Stunden draußen. Ja, ja, klar. Cool. Und das, dieses Teil, da ist das Bett drauf. Mhm. Das ist natürlich ein Komfortmerkmal. Das darf während der Fahrt hochstehen, oder? Ja, ja, das wird ja so gehalten durch die Dämpfer und steht dann oben. Mhm. Hier vorne, da hattest du eben, als die Tür nicht rausging, da gab es eine Transportsicherung, die ist eigentlich relativ einfach, das geht einmal komplett durch. Ja, das hat damit zu tun, dass wenn du den unten hast, ja, und jetzt diese Tür zu hättest, ja, ja, wie wir es vorhin mal gesehen haben, dann kannst du den Riegel hier reinmachen, runterschieben, mhm, und dann kann zwar jemand ins Fahrerhaus rein, aber von da aus nicht hier weiter. Er kann zwar auch hier abschließen, aber da könnte einer aufbrechen. Wenn das Fahrzeug jetzt zum Beispiel verschifft wird. Wenn das verschifft wird zum Beispiel. Mhm. Aber hier ranzukommen ist unmöglich. Mhm. Also ist er verriegelt. Verriegelt, okay, verstanden. Boah, ist der schön. Das ist richtig schön. Komm, wir gehen mal nach vorne, zeigen wir mal. Dass wir mal einmal ins Cockpit reingucken. Denn die Integration des Cockpits ist perfekt. Also es ist nicht so... Ich weiß nicht, du hast eins geschafft, weißt, es gibt ja viele Luxusfahrzeughersteller, die extrem auf Luxus aussehen. Da muss denn immer alles so aussehen, wie als ob ich der Multimilliardär bin, alles muss irgendwie glänzen, es muss so extreme Designs und so weiter. Jetzt behaupte ich mal, der Mann hier, der hat ja den Fahrzeugpreis wahrscheinlich schon bezahlt, der hat ja das Geld, aber trotzdem hat er... Vom Design her ein sehr schönes, wunderbar schönes, aber weißt du, nicht so protziges, sondern ich weiß gar nicht, wie ich mich da ausdrücken soll. Weißt du noch, wie du einmal ganz am Anfang, wo wir uns kennenlernten, vor unserem Perfect standest und sagst, du hast ihn angeschaut und hast gesagt, Mensch, Heiko, hilf mir, warum wirkt das Auto nicht so aufdringlich? Ja. Und das ist eigentlich so unsere Idee. Zwar ein schönes Auto, ein qualitativ hochwertiges Auto zu bauen, aber aufdringlich durch irgendwelche Chrom-Applikationen oder durch irgendwas Blinkendes, das wollen wir nicht. Das kannst du auch. Also das du, können du, wir auch. Wenn du zeigst sagt, auf der Messe nämlich... Unbedingt, dann kriegen wir das hin. Aber das ist eigentlich nicht so unser Ding. Wir wollen eine schlichte Eleganz und ein schickes Auto, na klar, aber jetzt nicht mit Blink-Blink irgendwie protzen. Komm, wir gehen mal nach vorne. Also das heißt, alles, was hier drin ist, ist handwerklich... erhaben, da sagst du, das unterschreibst du, obwohl du ja Fahrzeugbauer bist, bist du ja auch verantwortlich für den Innenausbau komplett. Das bedeutet, hier kann man überall hingucken, in alle Nischen. Auch da, wenn ihr die Fahrzeuge zerlegt, dann kann man auch da drunter gucken, da ist der nicht geschlampt worden irgendwie oder irgendwas gemacht worden. Alles ist so, wie man das nach der VOB auch ein Haus bauen würde, wenn man das als Komplettgewerk kaufen würde, oder? Ja, genau. Also das sollte auch hinter den Kulissen schön aussehen. Und nicht nur schön aussehen, sondern wenn das schön aussieht, weiß man auch, dass sauber gearbeitet wurde. Und so ziehen wir das eigentlich überall durch. Was ist das hier?
Das ist jetzt, da haben wir von außen haben wir vorhin die Klappe gesehen, wo ich gesagt habe, da ist der Kühlausgleichsbehälter dahinter. Das ist der hier? Das ist hier der Kasten, das heißt, ich komme von außen dran. Wie cool, den habt ihr so verkleidet, dass man nichts mehr sieht. Der sitzt ja eigentlich gar nicht. Der sitzt außen, oder? Der sitzt ja eigentlich hinterm Fahrerhaus, da können wir ihn nicht gebrauchen, weil unser Aufbau ist, also muss er versetzt werden und hier setzen wir ihn hin. Das ist ja eigentlich original für einen LKW-Fahrer, ist das ein Stauraum dann. Mhm. So, dann hast du hier das Cockpit. Das ist der leise? Kannst du mal anmachen, dass wir einmal mal hören, wie laut der Motor ist? Den kann ich anmachen, aber ich glaube, das ist jetzt kein Verhältnis, was du irgendwie nachvollziehen kannst, weil... Doch. Ich fahre nämlich gerade ein Eurocargo. Ja, jetzt... Achso, die Trittstufe? Hört gleich auf. So, dann... So, Trittstufe fährt rein. Die kannst du von innen reinfahren. So, es ist wie viel Liter Hubraum? 10,7 Liter Hubraum. Also 10,7 Liter. Er ist trotzdem sehr leise. Genau. Das ist das hier ist, glaube ich, Druckluft unterstützt, oder? Diese Funktion, dass die du das so. Verstellung, da hast du hier unten einen Knopf mit Druckluftknopf, wo du dann entriegeln kannst, ja. So, das ist die 360-Grad-Kamera. Was ist das für ein System? Was habt ihr verbaut? Camos. Das ist ein Camos-System, genau. Was in diesem Fall hier quer verbaut ist. Es gibt auch die Chance, das senkrecht einzubauen. Dann ist es ein bisschen anders aufgeteilt. Weil wir hier aber schon die Originalmonitore von Mercedes haben, ja, wir sprechen ja von den Mirrorcams hier, hier schaust du jetzt gegen den ausgefahrenen Slide-Out, deswegen sieht es ein bisschen verwirrend aus. Deswegen passt hier der Camos-Monitor nicht mehr hin, deswegen sitzt er jetzt dort in der Mitte. Auch da habt ihr alles gemacht. Ist das hier beledert worden von euch? Genau, das Armaturenbrett ist jetzt beledert worden. Auch da siehst du jetzt nicht unbedingt, dass das so wahnsinnig aufdringlich ist. Ja, es ist zweifarbig, es ist Bicolor mit einem Kontrast. Aber nicht so braun, weißt du? Man könnte jetzt braunes Wildleder nehmen, irgend so ein Käse. Aber ja, alles sehr dezent, oder? Man könnte nochmal eine Naht mehr machen und nochmal. Aber ich finde, allein du riechst es ja allein schon. Oder genau da, wo du jetzt hinfilmst, unser Logo. Schau mal, das ist unterm Leder gebracht. Ich finde das einfach dezent. Auch das hätte man jetzt noch farblich abheben können. Nein, das soll einfach so ein bisschen da sein, aber nicht zu auffällig. So, der Bugspiegel, ich habe mich schon gefragt, wo der ist. Da ist er. Du hast mehrere Spiegel, damit du auch alles sehen kannst. Ist das mittlerweile, dass die wievielte Generation dieser Kamera, ist das gut? Ohne ja, die laufen tatsächlich sehr stabil. Da gibt es gar keine Schwierigkeiten. Ich wüsste nicht, dass wir schon mal einen Ausfall hatten. Nee, aber auch, ist das nicht abends zu hell? Oder ist das? Der dunkelt hier ab bei Nachtfahrt. Und wenn er einer Fernlicht hinten anhat, das strahlt er nicht? Das registriert er auch. Also ist schon anders. Du musst dich im Moment dran gewöhnen. Und ich muss sagen, ich war da auch ein bisschen skeptisch am Anfang. Mittlerweile liebe ich es und sage, es ist toll, das zu fahren. Also technisch ist das schon eine klasse Sache. Auch solche Sachen. Normalerweise hast du den Spiegel verdeckt. Hast du jetzt nicht mehr. Du kannst das trotzdem runter machen und der Spiegel bleibt trotzdem sichtbar, beziehungsweise die Kamera. Ja, ich habe ja Ohren, so riesen Ohren dran. Die brauchen natürlich Sprit. Also alles, was draußen ist, da geht es ja um das Thema auch Sprit sparen. Ja. Dann kostet das auch mehr. In der Serie kann ich mir vorstellen, dass die elektronische Lösung, wenn sie oft genug gebaut ist, auch günstig ist. Also günstiger als so riesen Spiegel anzubauen, die abbrechen können und so weiter. Und sind wir ehrlich, wenn wir über autonomes Fahren sprechen, dann ist das ein System, was kommen muss, weil ohne dieses System wird kein Fahrzeug nachher autonom fahren. Druckluftsitze eingebaut, Schwingen? Ja, der hat Schwingsitze. Also Fahrerschwingsitze sind mit drin, du die hast eine elektrische Parkbremse. Massagesitz, alles was du brauchst. Hat der Allrad hier? Nein. Der hat keinen Allrad, aber er hat eine Differentialsperre, das ist glaube ich sehr wichtig, oder? Je nachdem, ja, wo du stehst. Die haben wir standardmäßig, weil ja, du einfach auf losen Untergrund nochmal sie zuschalten kannst und sagen kannst, jetzt komme ich hier nochmal eben raus. Die Sitze, Belederung, waren die schon so? Ja, die haben wir so bestellt. Das ist immer schick. Das heißt, man kann das bei Mercedes, kann man, ja klar, die Fahrer wollen ja auch ein bisschen Luxus, oder? Das ist ja mittlerweile deren Zuhause, muss man ja sagen. Wie viele Stunden und wie viele Tage halten die sich in dem Fahrerhaus auf? Und die wollen natürlich auch was Tolles haben. Deswegen sind auch solche Sitze natürlich wirklich gut und ergonomisch geformt. Ja, hier kannst belüftet, habe ich gesehen. Klimatisiert. Alles Mögliche. Du kannst hier die Wangen vorstellen. Also du kannst das wirklich optimal für den jeweiligen Fahrer einstellen. Ja. Die Fahrerklimaanlage, packt die in den hinteren Bereich, ohne dass du die Klima anmachen musst?
Ein bisschen mit? Ja, ein bisschen läuft das mit, aber das ist ja gar nicht so gedacht, weil du eigentlich hier den vorderen Bereich hast. Wenn du die hinten laufen lassen willst, musst du die Wohnraumklimaanlage mitfahren. Ne? Ja, guck mal hier, USB-C ist mit drin, 24-Volt-Ausgänge. Ich habe dann nochmal zusätzlich nochmal... Das sind dann unsere eigenen, die wir einsetzen. Da ist sonst nur mal so ein 24-Volt Steckdose drin, aber wir sagen dann USB-C und so weiter. Okay, verstanden. Das Mercedes-Benz User Experience System ist hier mit eingebaut, wie in der G-Klasse. Also richtig schön. Das heißt, hier sehe ich alles. Ist da schon ein Navi drin, was spezialisiert ist auf die Höhe, oder brauche ich da noch einen Garmin? Genau, nee, du hast hier eine Truck-Navigation, die eben auf die du einstellen kannst auf Fahrzeughöhe, Fahrzeuglänge, Fahrzeuggewicht, Achslasten und so weiter. Mhm. Und die soll dich dann führen, ja, so wie sie die Routen kennt. Und wie gesagt, diese Autos sind ja heute, das ist ja schon teilautonomes Fahren. Das heißt, der macht das wirklich. Und das ist wirklich schon fast erschreckend, wie gut der das macht. Der erkennt auch Kreisverkehr? Ja. Und macht ja, er auch. Du fährst da drauf zu und sagst, Mensch, macht er das? Aber der kommt da irgendwie rum. Und da wundert man sich schon. Also ich habe mal das ACC mal ausgeschaltet per Schalter bei mir. Auf einmal kam das vordere Fahrzeug immer näher, weil ich mich so schon drauf verlassen habe. Ja, der bremst jetzt. Das stimmt, und habe aber nicht gemerkt, die ACC war aus. Ja. Und das ist, ich glaube, dass das im Fernverkehr natürlich so ein tolles, passives Sicherheitsmerkmal ist. Absolut. Das kannst du mit Geld gar nicht bezahlen. Ja. Denn diese schlimmen Auffahrunfälle, die werden einfach vermieden, oder? Ja, die wird es nicht mehr geben in Zukunft. Die wird es nicht mehr geben. Wenn es nur noch diese Autos gibt, kann es die nicht mehr geben. Und ich glaube auch, dass die Systeme sehr stabil laufen und ist für alle natürlich ein Fortschritt. So, 17 Liter, der war noch nicht richtig auf der Straße, deswegen brauchen wir hier nicht nachgucken, ob das stimmt. Aber in der Praxis sagst du, bei der Tonnage, der hat ja nichts zu ziehen groß, da ist das realistisch unter 20 Liter, deutlich unter. Also ich habe das Auto, genau dieses hier, habe ich 2000 Kilometer gefahren und da war ich bei 17 Liter. Ich habe den auch mal 15,8 gehabt. Das ist aber nicht wirklich realistisch. Der Schnitt, wenn du normal fährst, dann kannst du den mit 17 Liter fahren. Natürlich kriegst du den auch auf 20 Liter, wenn du dann Berg hoch, Berg runter und dementsprechend fährst. Aber 17 Liter auf Strecke ist schon normal. Ja, automatisiertes Schaltgetriebe. Anzahl der Gänge, kennst du die? 12 hat der. 12 Gänge. Und das macht er vollautomatisch. Der kennt das und ich brauche da keinen Zwischengang mehr schalten, nichts. Das macht er vollautomatisch. Er braucht ja nicht mal die 12 Gänge. Bei dieser Tonnage schaltet er teilweise 2, 4, 6, 8. Also die schöpft er gar nicht voll aus. Boah, ist der geil. Ich bin beeindruckt. Aber ganz Understatement. Das finde ich so toll, dass ihr nicht so, weißt du, dieses unbedingt aufdringlich. Du guckst hier rein und denkst dir, das könnte auch eine schöne, ja, eine Zweitwohnung sein, egal wo auf der Welt, die Nespresso-Kaffeemaschine, allein die Integration der Maschine. Weißt du, viele gehen dann dahin, machen dann einen Schlitten, der elektrisch ist, der rauf und runter fährt. Aber diese Maschine selber ist ja schon ein Kunstwerk in sich. Die kostet 70 Euro und ist eine der schönsten Maschinen, die es gibt. Ja, die drehe ich jetzt hier rüber zum Arbeiten, mache meine Tasse Kaffee, sodass es nicht hier aus Leder spritzt. Also es bleibt hier in dem Bereich. Dann drehe ich die zurück. Naja, und die kann halt auch während der Fahrt hier stehen. Die ist fest. Hast du einen Halter entwickelt? Den haben wir in ganz langjähriger Arbeit mit vielen Universitäten Deutschlands zusammen entwickelt, ja. Nee, jetzt ohne Witz, den kann man nicht kaufen, den habt ihr ja gebaut. Der sieht ja aus, als wäre er von Krups, oder? Naja, als wenn er dazugehört, so ist es halt. Also Perfektion. Ich liebe auch die Kürzung des Kabels, ich zeig das mal gerade, damit das Ganze genauso ist, du dich nicht ärgerst. Das sind so Kleinigkeiten, jetzt können wir ja einen Kabelbinder drumherum machen. Nein, ihr habt es abgeschnitten, neuen Stecker drauf, fertig. Ja, damit ist die Garantie auch weg von dem Gerät und fertig. Ja, das ist egal, kostet 70 Euro, aber du weißt selber, weißt du, es gibt so Kleinigkeiten, wo du denkst, das ist das neue Bussystem? Nein, das ist das, das alte, das standardmäßige, was wir jetzt im Moment haben. Und ich glaube, das haben wir gezeigt, 2021. Ja, ich weiß nicht mehr genau. Haben wir gezeigt, genau. Nee, das ist das, was wir im Moment dort im Einsatz haben. So, das kann man dimmen? Alles, was du siehst, kannst du dimmen? Ja, du kannst da verschiedene Kreise dimmen, je nachdem, was einprogrammiert ist. Und ja. So, auf Kundenwunsch könnte der Fernseher auch größer sein, dann ist er halt an einer anderen Stelle oder halt querdrehbar, also alles das, was man will. Dann hier unten, was ist das, Apotheker? Das ist ein kleiner Apothekerschrank, eben auch jetzt schon eingeräumt vom Kunden. Ja,
wo du, wie du siehst, Gewürze und was hat er da alles stehen, Öl und sonstiges unter. Also ich zeig mal gerade die Rückseite, dass man sieht, wie schön das gemacht ist. Hier Stahlauszüge, also wie zu Hause, oder? Das ist, kommt da her, oder? Das sind haushaltsübliche Sachen, ja. So, Fernseher ist mit drin, dann habt ihr hier Haushalt. Das ist natürlich schon nicht mehr so normal. Das ist der größeren Fahrzeugklasse vorbehalten, weil diese Geräte per se schwerer sind und immer 230 Volt betrieben sind. Ein Dampfkarrer? Das ist ein Dampfkarrer in dem Fall, genau. Wollte der Kunde haben. Und ja, hier kannst du dann eben wie zu Hause, wie du es gewohnt bist, deine Sachen machen. Und das ist doch das Schöne, dass du in der Freizeit, im Urlaub dann sagen kannst oder eben an der Rennstrecke sagen kannst, Mensch, hier mache ich meine Sachen wie gewohnt. Die drei Liontron-Batterien, die sahen jetzt nicht klein aus. Was haben wir denn für Leistung? Haben wir 1000 Amperestunden? 900, ja. 900 Amperestunden. Auf 24 Volt? Oder auf? Nee, 12 Volt. Auf 12 Volt. Okay, also intern 12 Volt. Ja. So, drunter ein Haushaltskühlschrank? Das ist kein Haushaltskühlschrank. Das ist jetzt ja noch ein Gasauto. Das heißt, wir haben ein AES. Nein! Tatsächlich ein AES-Kühlschrank. So, warte mal. Ich bitte nichts sagen, Heiko. Ich sag jetzt auch nichts. Eine Gedenkstunde für Dometic. Liebe Leute, wenn ihr dachtet, euer Kühlschrank wäre schön genug, damit er solo stehen könnte, Heiko Hülsmann hat eine Vollintegration eines Dometic-Kühlschrankes realisiert. Wie hast du das denn gemacht, dass der aufgeht? Oder ist der dauerhaft auf und wird geschlossen durch das Schließen? Weil normalerweise ziehst du ja an dem Griff. Das heißt, ihr habt den modifiziert. Der Beschlag wird geändert? Ein Beschlag geändert, sodass die Tür, der Mitnehmer die Tür mitnimmt. So heißt er, deswegen heißt er auch Mitnehmer. Und genau. Hinter einer Schlepptür, so heißt es. Mach nochmal auf. Ich hätte jetzt alles vermutet, aber nicht, dass du einen Tower, den aktuellen Tower von Dometic voll integriert hast. Das ist gut? Naja, sowas will man ja auch optisch nicht unbedingt sehen. Das wird sich ja jetzt optisch hier in dieser Front nicht wirklich gut integrieren. Hier sagst du, Mensch, sieht toll aus, sieht wohnlich aus. Kühlschrank weg. Also AES-Kühlschrank, sehr sparsam. Ich bin beeindruckt. Hier oben, was ist oben drin? Da ist noch ein kleines Fach. Ich muss das mal mit der linken Hand machen, Sven, du weißt warum. Ja, ja. So, und da Toaster und alles drin, mit allem drum und dran. Ja, kommen wir mal auf die Basics nochmal, das Thema Küche. Da habt ihr was von der Oberfläche jetzt gewählt hier bei der Küche? Das ist Staron, also ein Mineralwerkstoff, den wir dann in diese Form bringen, wo wir Ausschnitte machen hier für die Spüle. Achso, das könnt ihr bearbeiten, das Material gut, oder? Das können wir bearbeiten, genau. Das kannst du ganz normal an der Kreissäge schneiden, das kannst du schleifen, das kannst du bohren. Macht ihr selber oder macht das ein Dienstleister? Auch das machen wir natürlich selber, ja. Okay, das heißt, ihr könnt das selbst bearbeiten. Ist das hart, das Material? Das ist sehr, sehr hart. Ja, das ist... Und temperaturbeständig auch? Ja, bis zu einer gewissen Temperatur. Da also das ist so ein Steinmehl, glaube ich. Ist das so ein bisschen wie dieses Korean? So? Das ist im Prinzip wie das Korean, ja. Hier hast du einen tiefen Mülleimer drin, wo du mal Sachen machen kannst mit einer Abdeckung. Mhm. Was sind denn das hier für Jalousien? Auch Haushalts? Oder, weil die müssen ja, die dürfen ja nicht so sehr klappern. Also du empfiehlst beim Fahren hochziehen, ne? Ich sage beim Fahren immer hochziehen. Ich weiß aber, dass die meisten Kunden das nicht tun. Ja, das geht trotzdem. Weil dieses Geräusch nicht sehr unangenehm, also es gibt ja unangenehme Klappergeräusche und welche, die vielleicht nicht so unangenehm sind. Mach mal bitte. Okay, man kann es hochziehen, dann ist es weg. Ich sage hochziehen, dann ist es weg. Cool. Viele machen es. Cut nochmal hoch, wo du gerade dabei bist, Heiko. Fenster, zähl mal ein, zwei Worte dazu. Selbstbau oder kauft ihr zu? Nee, das sind dann Zukaufteile natürlich. Sind die gut? Ja. Echtglas, oder? Eben Echtglas, doppelt verglast und leicht getönt. Nein, tolle Fenster. Okay, so haben sich bewährt. So, dann ein Shot. Ah, Tedford Induktion kenne ich. Das ist... Ich mag das total, weil die Massenhersteller, die ja auch in Amerika liefern, ist ja auch viel Tedford und Dometic und hast du nicht gesehen drin. Das ist ein tolles Induktionskochfeld. Warum nimmt man da kein Haushaltsfeld? Das läuft mit 12 Volt oder nee? Nee, das ist auch 230 Volt. Naja gut, das sind Systeme, die so ein bisschen aufs Fahrzeug abgestimmt sind, von der Leistung her ein bisschen optimiert sind. Du kannst auch haushaltsübliche nehmen. Ach so, dass sie nicht ganz so viel Strom fressen. Genau. Die ist also gedacht, damit das auch klappt hier mit der Anordnung, die drin ist. Franke, das ist dein Freund. Das ist aber jetzt ein Spülbecken aus, das könnte so auch zu Hause sein.
Ja, ja, das ist auch ein haushaltsübliches, was hier einfach so eingesetzt ist. So, wenn jetzt der Kunde überhaupt keinen Bock hat, irgendwas zu entscheiden und sieht das Video hier, kann der sagen, ich hätte gern einmal Schweiz-Rennfahrer? Das gibt es natürlich, dass jemand sagt, Mensch, ich kann mir das so schlecht vorstellen und will ich mir das selber aussuchen? Am liebsten nehme ich eins, was da irgendwie steht. Dann sagt der Mensch, genau so. Und dann kriegt das genauso. Also ich habe ja gefilmt jetzt auf der Boat Princess, ist so ein Serienhersteller oder was war der zweite? Mein Gott, ich weiß schon nicht, wie er heißt. Aber die bauen halt Luxusjachten und die kosten halt nur 5 Millionen statt 18 Millionen, weil die in Serie bauen. Ist das hier ein Serienfahrzeug? Also mit dem Grundriss plus minus, gibt es das in der Praxis? Oder ist jedes Fahrzeug individuell geplant bei euch? Also wir haben natürlich auch irgendwie so einen gewissen Standard. Das ist immer alles irgendwie ähnlich. Am Ende ist es aber trotzdem individuell für den Kunden gebaut, weil der doch sagt, nee, mach mir die Küche 10 cm größer oder mach mir den Winkel andersrum. Das geht. Das gibt es natürlich. Oder mach hier eine ganz andere Sitzgruppe, mach hier eine Rundsitzgruppe anstatt diese beiden Sitze. Oder ein Ausziehbett habe ich mal gesehen bei dir. Genau, oder eine Ausziehcouch. Jeder Kunde kann hier sein Auto individuell bestellen und komplett auf den Grundriss und auf das Design Einfluss nehmen und sagen, so und so möchte ich es haben. Und deswegen findest du eigentlich keine zwei gleichen Autos hier bei uns. Ich mag den Teppich, total. Sag mal, hier ein Tisch wäre auch kein Problem hier an der Stelle. Da ist keiner drin irgendwie versteckt, der sich rausfaltet. Das erwähnte ich ja vorhin schon mal. Da kannst du so eine Platte machen, dann kommt da so eine Platte, kann man dann rausklappen. Wollte der Kunde hier nicht. Finde ich too much, das ist perfekt hier. Ja. Also ich würde es genauso machen. Also der. So, jetzt zeigen wir vielleicht noch ein, zwei Schubladen mal öffnen. Bitte da mal reingucken. Auch hier habe ich die gleiche Qualität. Hier, die sind schon beladen ordentlich. Da wackelt nichts, oder? Naja, gut, was hier wackelt, sind dann die Sachen. Nee, ich meine die Schubladen. Nee, an den Schubladen wackelt hier nichts. Also, das ist der normale Auszug, den du auch aus dem Haushaltsbereich kennst. Mit einem Selbsteinzug dann zum Schluss. Boden, wie gesagt, auch der Boden ist Feinscheinzeug. Das heißt, ihr habt kein Vinyl oder so irgendwas. Ist Kundenwunsch. Das ist eben also ein richtiger Stein, richtiges Feinsteinzeug und eben für die Ewigkeit. Und passt zu dem Ambiente super. Du kommst hier in das Auto rein im Eingangsbereich, hast hier den gefliesten Bereich, brauchst dann vielleicht nicht so unbedingt so auf die Schuhe achten, wenn du auch vielleicht draußen am Grillen bist, dass du sagst, ach, ich muss mal eben was aus der Küche holen. Das ist dann hier relativ unempfindlich. Ja? Was ich krank finde, ist die Durchgangsbreite. Das ist so viel mehr, als ich habe durch diesen Slide-Out, weil da wärst du jetzt am schlimmsten Punkt. Und der Slide-Out, was kostet ungefähr mehr? 60, 70? Ja, 50.000. 50.000 Euro, okay. Aber, mein Gott, man kauft sich ja so ein Auto nur einmal. Lieferzeit steigt nicht, wenn ich einen Slide-Out will? Nein, das ist das Gleiche, das ist egal. So, das ist auch eine Haushaltsspülmaschine, eine kleine? Genau, eine kleine haushaltsübliche Spülmaschine. Eben für zwei Personen, ne? So, und da kannst du das. Oh, wie cool ist das denn? Das sieht aus wie eine Slotmaschine. Und das ist der Slot, den du reinmachst. Die Münze. Ah, das ist ja mal eine geile Ablage. Wenn du dir lagern willst, packst du dir rein und sagst, jetzt ist die sauber weg. Ne? Gibt es bei meinem Auto übrigens auch, aber die meisten Leute wissen nicht, dass die gibt, weil die unter der zweiten Schublade irgendwo ist. Ja, ich hatte schon zwei Autos und jetzt habe ich es erst erfahren. Aber dazu gibt es bei uns eine Einweisung. Sven, das heißt, wenn du so ein Fahrzeug übernimmst, bekommst du einen ganzen Tag eine Einweisung und auch solche versteckten Dinge erklärt. Ja, die habe ich ja auch erklärt bekommen, aber ich habe nicht zugehört, weil ich gesagt habe, ich weiß schon alles. Du warst wieder so aufgeregt. Ja. Du hast eine Alarmanlage hier verbaut, sehe ich. Sogar mit Innensensoren? Ja, das sind die Innenraumüberwachung, die du getrennt von den Außenstauräumen schalten kannst. Das heißt, wenn du dich hier drinnen auffällst, dann schaltest du nur außen ein und innen drin aus. Der Wagen ist super schön. Also mir gefällt sowieso alles von dir. Du könntest innen irgendwie grüne Möbel bauen, die würde ich ja auch noch abkaufen. Ich wollte gerade sagen, Sven, da sagst du immer, dass der wunderschön ist, aber ich muss dir recht geben, ich finde das auch einfach wunderschön. Jedes Auto hat irgendwie was. Sie sind alle irgendwie anders, aber irgendwie haben sie immer alle irgendwas. Und man erkennt diese Vario-Gene. Also die meisten, die reinkommen, sagen, ja, das ist ein typischer Vario. Ich zeig mal was. Du bist 1,68 Meter groß, deswegen haben wir jetzt noch Stehenhöhe. Nee, in Wirklichkeit bist du 1,85 Meter. 1,84 Meter. Und wir haben eine Stehhöhe, ich müsste lügen, 2,10 Meter an der Stelle.
Ja, 2,10 Meter hier, genau. Und jetzt? Da vorne geht es ja höher, hier zum Alkoven. Ne? Hier haben wir die Dachreinigung. Da hast du ungefähr 2,30 Meter, 40 dürften das da sein. Ja, 2,28 Meter da oben. Und das macht doch dieses Raumgefühl, oder? Hier drin. Ja, das ist das Schöne. Guck mal hier. Ich komm nicht mal an die Decke dran. Doch, wenn ich auf Zehenspitzen komme. Aber das ist doch schön, dass ich hier einfach Kopffreiheit habe und hier Platz und Raum habe. So, da oben ist die Klimaanlagenauslässe. Da habt ihr ganz, ganz viele gemacht. Habt ihr da zwei Verdampfer drin? Nein, hier vorne ist jetzt ein großer Verdampfer für den Wohnraum, sodass du hier die Ausströmer hast und hier einen Ausströmer hast in dem Alkovenbereich. Und dann hast du einen separaten Verdampfer hinten im Schlafbereich nochmal. So, und das ist das Bett. Bettmaße hier. Sag mal, das ist doch kein Bett, das hier. Du kannst sowohl quer als auch längs als Erwachsener liegen. Ja. Das heißt, du müsstest noch nicht mal die Hubstützen rausfahren. Du nimmst dir einfach den Kopfbereich, der ein bisschen höher ist, und kannst dich hinlegen, wie du willst. Genau. Ja, und das ist das Schöne hier für die zwei Kinder nachher. Du machst den Vorhang zu und dann haben die ihr Reich. Dann nehmen die ihr Smartphone raus, daddeln da ein bisschen. Von mir aus kannst du noch ein Fernsehen. Ach, die haben eine eigene Spielwiese da oben, eine Art Kinderzimmer da oben. Die ziehen sich da zurück und du kannst dich trotzdem als Eltern nachher hier aufhalten. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß das ist, wenn man keinen Bezug hat. Heiko, bleib mal gerade da stehen, wo du bist, dass ich deinen Kopf mal drauf habe. Das ist ein Heiko-Normkopf. Und ich kriege das noch nicht mal richtig dargestellt. Das sind gut und gerne, ich glaube, in beiden Richtungen über 2 Meter, oder? 2 Meter, also du könntest hier 2,20 Meter bauen. Ja. Hier gibt es ja Ablagen noch rechts und links. Und hier 1,80, 1,90, ja. Ist das nicht länger? Nee. Nee, sieht nur länger aus, oder? Krass. Schön. Lieber Heiko, ich habe bei einem Serienhersteller dieses Bad das erste Mal gefilmt und das hat Zugang zu beiden Seiten, links und rechts, aber es unterbricht den Raum. Ich glaube, alle eure Fahrzeuge in dem Bereich, die Alkovenfahrzeuge, haben dieses Bad. Ist das richtig? Ja, nicht alle. Also das viele, ja. Und ich glaube auch viele, die du jetzt gefilmt hast. Aber du kriegst natürlich nicht alle Autos mit, die hier rausgehen. Nein, da haben wir ganz, ganz unterschiedliche Bäder. Da kann jeder Kunde wählen. Aber da geht es ja gleich hinten hoch und da werden wir gleich was sehen. Du hast es anfangs erwähnt im Video Nummer 1, dass ihr ja das Fahrzeug hinten anhebt und du eine Stehhöhe im Schlafbereich hast von 1,95, je nachdem, was der Kunde so möchte und je nach Pkw. Aber 1,95 haben wir jetzt hier zum Beispiel. So, ihr habt, das ist aber jetzt nur Optik, oder? Beton. Das ist Betonoptik, eine Nachbildung, finde ich aber sehr gelungen und auch das ist wieder so, dass du sagst, naja, nicht zu aufdringlich, aber trotzdem irgendwie was Schickes gemacht und ziemlich modern. So, du hast extra oben zugemacht, damit das Lichtspiel auch mal ordentlich wirkt. Bitte stopp, Heiko. Zeig das Bauteil bitte nochmal. Das Bauteil? Das ist ein hochkomplexes, computergesteuertes Lok-System, das über Servomotoren diese Dusche hier im Fahrbetrieb arretiert, korrekt? Das haben wir vor dem Kaffeemaschinenhalter entwickeln lassen. War auch jahrelange Detailarbeit. Ist nun endlich fertiggestellt seit einem halben Jahr und kann jetzt eingesetzt werden. So, ist das gleiche Material, auch dieses... Auch ein Staron, ja. Staron. Aber es kann so einfach sein, wenn man einen Kopf anschaltet, oder? Ja, und es funktioniert einfach. Jetzt kann man sagen, naja, will ich das immer weglegen, aber wenn ich jetzt 3 Wochen stehe, dann setze ich das ja nicht da drauf, sondern lege das in den Schrank. Schublade. Und weg. Ist so. Also es ist easy, dafür hast du aber keinen Druckknopf, der irgendwie komisch aussieht. Es hier fühlt sich jetzt an, als wäre es wie zu Hause. Wasservolumen, was habt ihr hier eingebaut in dem? Wir haben eine 19-Liter-Pumpe drin. Du hast ja hier oben diesen kleinen Rain Shower. Was für eine Pumpe? 19? Eine 19-Liter-Pumpe. Pro Minute? Ja. Nee, ist Volumen an Kapazität. Ach, Tankvolumen? Ja. 400 Liter. Ah, die Antwort fand ich cool. Eine 19-Liter-Pumpe, ja, habe ich noch nie gehört. Ja. Das heißt, die macht Druck. Was macht die 2 Bar? Oder? Na gut, du musst die Pumpe könnte mehr machen, aber du musst ja das System auf ungefähr 2 Bar einstellen. Und damit hast du dann den optimalen Druck, um ja, toll zu duschen und vernünftiges Wasser zu haben. So, auch die Dusche habt ihr bei Raimo. Das ist ein Standardbauteil, GFK, bestellt und dann einbaut. Absolut, nee. Auch das ist eine Staron-Dusche, also das gleiche Material wieder. Hier nicht ganz flächenbündig eingelassen. Wir haben auch schon mal gedreht, wo wir gezeigt haben, dass die ganz flächenbündig eingelassen ist. Hier hast du so einen kleinen Absatz. Das ist eben noch ein Unterschied von der Bauweise nachher. Die ist ein bisschen einfacher. Wenn du die komplett einlassen willst, ist es ein bisschen aufwendiger. Habe ich
zu Hause gemacht, weil diese Duschtasse, die ich bestellt hatte, viel günstiger war und ich gesagt habe, wenn es mal so weit ist, dass ich da nicht mehr hochkomme, dann muss ich eben im Rollstuhl reinfahren und dann ist es andere Umbaumaßnahmen. Ja. Außerdem sind eure Fahrzeuge nicht barrierefrei, denn du hast zwar eine Ebene von vorn nach hinten, aber wenn es hinten in den Schlafbereich reingeht, da hast du Treppen, naja, und du musst ja auch noch hochkommen. Ja. Auch der Einstieg ist ja mal irgendwie da. Du musst ja hier auch mal irgendwie reinkommen. Das ist mal leider so. Ja. Ihr könntet aber, ne? Wenn einer. Das könnten wir, ja, absolut. Ist gut. Ihr seid ja Fahrzeughersteller. So, das Ganze, ja, das ist schön. Die Toilette, ist das jetzt eine Zarka-Toilette oder sitzt der Tank unter der Toilette? Ja, also in diesem Fall ist es wieder so, dass es eine reine Wasserspültoilette ist, ohne Zerhacker. Das heißt, dieses System funktioniert dann, wenn ich den Tank direkt unter der Toilette habe. Mach mal auf bitte, dass man das sieht. Kommt aus dem Bootsbau. Das heißt, wenn der Tank direkt unter der Toilette ist, ist da eine Kugel drin. Da ist auch ein Wasserdings nochmal drauf. Ich mache hier mit dem Fuß den Schieber auf und gucke jetzt direkt auf den Tankboden. Das heißt, da kann nichts. Der Ehering, der landet im Tank. Der landet im Tank, der ist weg, ja. Ja, aber der ist ja noch im Tank. Der landet nicht im Zarka. Könntest du jetzt hinterher den holen, genau. Aber die Sache ist eben, dass du keine Verrohrung hast, die irgendwie um die Ecke geht und was zusetzt, sondern du hast hier das Rohr, was direkt nach unten geht und ist 20 cm lang. Ist viel leiser. Also in der Praxis, ich habe ja im Moment, was habe ich, eine Tecma-Toilette, die ist schon leise, aber die hörst du volle Lotte. Also wenn die angeht. Du hast beim Zerhacke, hast du ein Wasserverbrauch, der höher ist als hier. Du hast einen Stromverbrauch und du hast die Lautstärke. Und dann hast du noch einen integrierten Impeller, der ja irgendwie wann ausfällt. Ostersonntag wahrscheinlich, wenn du keinen erreichst. Und das hast du hier alles nicht. Und die System funktioniert wunderbar. Jetzt ist die Wasserpumpe ausgeschaltet. Normalerweise würde sich jetzt hier ein Wasserspiegel draufsetzen. Hast du Wasser an Bord? Ich weiß nicht genau, ob wir... Wenn du mir mal zeigst, wie man die anmacht. Ihr habt ja so ein integriertes Smart-Home-System. Da kannst du das ganze Auto drüber steuern. Genau, ich weiß nicht genau, ob wir jetzt Wasser drauf haben. Ja, so ein bisschen haben wir was drauf. Pumpe an. Da hörst du jetzt. Er baut jetzt Druck, oder? Jetzt baut er Druck auf. Genau. Cool. Und jetzt würde er irgendwann hier einen Wasserspiegel draufstellen. Automatisch, oder? Genau, das macht er jetzt automatisch. Ist das geil. Das heißt, du musst keine Taste mehr drücken. Nein. Nein, du kannst jetzt auch spülen, du kannst es so weglassen. Und der stellt jetzt immer wieder einen Wasserspiegel drauf. Ach, deswegen hast du nur ganz kurz die Öffnung und da kommt auch kein, also ich hab's verstanden. Du kannst, wenn ich jetzt den Hebel hochziehe, kannst du Wasser spülen, so lange wie du willst. Mhm. Und wenn du jetzt die Fäkalien entsorgen willst, machst du einmal auf. Es entsteht ein Unterdruck hier oben, ein Überdruck im Tank. Mhm. Und der wird entlüftet übers Dach. So, und dann stellt sich jetzt wieder ein Wasserspiegel drauf. Also es stinkt nicht. Auch wenn du fertig. Nee, das was ich ganz schlimm finde bei der Tecma ist, ich weiß nicht, ob ich da einen Fehler mache, wenn du den Siphon nicht füllst, ja, dann stinkt es aus dem Tank raus. Ja gut, aber das ist leider normal. Das ja, geht aber wenn du den Tank ablässt, dann saugt die Tecma über diesen Tankablass den Siphon leer. Und wenn du dann nicht gleich den Wasserspiegel wieder herstellst, dann kannst du das Auto und dann noch das Auto 4 Wochen parkst, dann hast du richtig Spaß. Das ist leider so, ja, das stimmt. Ihr habt ja auch die Tecma, oder, im Einsatz? Setzen wir auch ein, je nach Kundenwunsch. Aber da musst du halt hinterher und dann sagen, ich muss noch mal eben nachspülen. Ja, das weiß man ja dann auch. Das machst du auch nur einmal, dann weißt du das. Aber all das hast du hier einfach nicht. Hast keinen Siphon. So. Nee. Was ist das für ein toller Schrank? Was kann er? Da hat der Kunde sich schon, glaube ich, auch Sachen eingeräumt, ja. So, hier oben ist der zweite Verdampfer. Das ist der aus dem Schlafzimmer, der Verdampfer, oder? Der hier oben. Das ist nur Ausströmer. Der Verdampfer sitzt im Schlafraum. Und hier sind nur die Ausströmer dazu. Ja. So, schön. Also ready to go. Das heißt, auch hier, das habe ich natürlich, also liebe Leute, wenn ihr jetzt sagt, Vario, viel zu einfach, Betonoptik weiß, guckt euch bitte die Videos an. Wir haben genug Autos gefilmt, die aussehen, als wäre da Grace Kelly drin groß geworden. Ja. Aber hier haben wir jetzt mal ein wunderschönes, wirklich Hut ab, ganz tolles Fahrzeug mit einer... Ich weiß nicht, zeitlosen, schlicht, also es ist schon richtig toll, weil du kaufst ja das Fahrzeug
nicht wie eine Wohnung leer und stellst deine Möbel rein, sondern du musst dich ja schon ein bisschen drauf verlassen. Das ist eigentlich eher vergleichbar mit einem möblierten Apartment in einem Hotel. So würde ich sagen, ein Luxushotel. Ja, genau. Also mit schlicht ist ja auch, ist das denn negativ oder ist das positiv? Also schlicht ist ja schick, Eleganz und ja, so wie wir es hier sehen. Und ich sag mal, reduced to the max. Ja, ich vermeide, meine Frau schlicht zu nennen, weil Marlene, du hast eine schlichte Eleganz. Dann habe ich die 5 im Gesicht und das will ich vermeiden. Den Wärmer, da habe ich ja jetzt viele moderiert, die gesagt haben, ja, haben wir jetzt in der Wand integriert und so weiter und so fort. Aber der Handtuchwärmer, das ist doch, glaube ich, der Inbegriff von Wärme, oder? Ja, und wo hänge ich denn dann das Handtuch auf, wenn ich das in der Wand integriert? Da oben. Ja, aber so wird es ja von beiden Seiten schön getrocknet und ich finde, es ist ja auch noch ein Stück, was man gut ansehen kann. Und ob du den jetzt in schwarz machst oder in chrom wie hier und in eckig oder rund, also das kann ja auch noch ein Möbelstück sein, was du gerne anschaust. Kann der Kunde aber wählen, wenn er unbedingt... Selbstverständlich. So, und dann, hier wieder das gleiche Material wie die Küche? Ja, genau. Auch wieder Staron. Ist das da so tief gezogen oder habt ihr es verklebt? Du siehst nichts. Gut, das ist ein separates Teil, was man dann unter die Platte untersetzt und dann hier verputzt. Ja, ist gut geworden. Und so ist es dann wie aus einem Guss. Hier ganz unten kann man nicht öffnen, oder? Nein, hier oben ist jetzt noch ein bisschen Platz. Du musst dir vorstellen, hier drunter steht jetzt der Mini. Ja? Du hast ja jetzt hier bis hier vorne die Front, die Stoßstange vom Mini stehen. Das habt ihr verkleidet, damit es so aussieht, als wäre es so. Dann bitte mal öffnen. Hier vorne hast du aber funktionale Kleider, Badezimmerschränke. Genau, du hast jetzt hier Alibert. Marke Alibert. Gab es ja früher. Hast du alles drin. Hier hinter hast du den TV vom Schlafraumseitig aus. Ihr habt jeden Millimeter genutzt? Genau, der ist hier eingesetzt, damit er flächenbündig in der Wand ist von der anderen Seite. Ne? In der Mitte geht nicht auf, ne? Doch. So will ich das haben, wie zu Hause. Ja. Die Türen lassen sich in beide Richtungen öffnen hier in dem Fall? Oder? Welche Türen meinst du? Die Tür zum Schlafzimmer, Nein. Die geht auch, nee, also die geht immer nach innen auf. Die geht nur so nach innen auf, die macht ja auch wenig Sinn, dass die jetzt nach hier geht. Die kann ich nur nach hier aufmachen und da wird sie durch einen Magneten gehalten. So, jetzt gehe ich mal vor. Mhm. Hier sind 2 Stufen, dann, wow, Heiko, das Ganze wird fortgeführt. Diese schlichte Eleganz ist auch hier zu 100% erhalten. Mhm. Und was ich total cool finde, ist, es ist nicht diese Optik aus dem Poco-Katalog, weißt du, wo du dann versuchst, die neuesten Trends irgendwie zu kopieren mit allen drum und dran. Ihr habt einen eigenen Design-Trend, der so oder so ähnlich hätte auch schon vor 10 Jahren sein können, wenn der Kunde so gedacht hätte, oder? Ja, das stimmt. Also von der Art und Weise her ist es eigentlich ja ähnlich. Gut, ich sag mal, irgendwie bleibt ja auch ein Schrank ein Schrank. Aber bleibt ein Schrank ein Schrank. Ja, ich sag mal so, jetzt kannst du den natürlich irgendwie hier mit Fächern machen. Das ist aber auch Kundenwunsch. Eigentlich ist hier eine Stange drin, dass du Sachen hängen kannst. Das spricht man alles ab. Aber im Prinzip sieht das hier ja auch schön sauber der Linie entsprechend durchgezogen aus. Darf ich dir mal, ein kleiner Hinweis. Also wenn ihr selbst irgendwann mal ein Wohnmobil baut, ja, dann macht nicht den Fehler wie ich und setzt den TV so tief wie zu Hause, sondern bei diesen Abständen setzt ihr den bitte genau an der Stelle, weil der optimale Blickwinkel, wenn man hier leicht sich einen Unterbau schafft für Netflix, ist nämlich diese Höhe. Ansonsten strengt das die Augen zu sehr an, weil man immer runtergucken muss. Das ist genau die richtige Höhe. Absolut, ja. Habe ich das gut gesagt? Das hast du toll gesagt, ja. Hätte ich nicht besser sagen können. So, dann tauschen wir mal die Position, wie im Film. Und bitte einmal hier zeigen, dass ich mal unter das Fahrzeug gucken darf. Unter das Bett. Ach so. Also jetzt sehen wir nicht das Auto, nein, da ist noch was dazwischen. Da ist direkt das Auto drunter. Aber hier ist jetzt das Dach von dem Mini im Prinzip drunter, ja. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Viele Fahrzeughersteller oder einige Fahrzeughersteller machen die Garage nicht dicht, habe ich gehört. Ja, habe ich
Ich nenne auch keinen Namen jetzt, aber bei euch ist die Garage dicht. Das heißt, also wenn ich den Fahrwagen abstelle und der ist ja dann noch heiß, dann riecht nicht hier im Schlafzimmer, dass es so aus ein bisschen riecht wie in einer Kfz-Werkstatt. Das darf ja nicht. Du kannst ja nicht in der Garage schlafen. Der Pkw dünstet aus und die Dämpfe, Benzingerüche, Dieselgerüche ziehen in den Schlafraum. Das wäre ein Wahnsinn. Da wachst du ja morgens mit so einem Kopf aus und mit Kopfschmerzen. Nein, das muss natürlich hermetisch abgeriegelt sein. Okay, also das haben wir jetzt mal erwähnt. Bitte achtet darauf, dass euch der Hersteller, wenn ihr ein anderes Auto kauft, zertifiziert, dass dieser Bereich abgeschlossen ist. Und jetzt sieht man den Riesenvorteil. Wenn du die Fahrräder nicht an der Stelle hast, dann hast du auf einmal Schränke bei 10,80 Meter haben wir hier, oder? 10,80 Meter haben wir, ja, genau. Und guck mal, wie tief die sind. Auch hier könntest du eben was zum Hängen machen. Auch hier wollte der Kunde Böden haben. Ja, hier hat er was zum Hängen. Da ist noch ein Dyson integriert. Ne? Warte, wir tauschen mal gerade, dass ich mal reinfilme. Mhm. Weil die Leute stehen da total auf Dyson. Und da ist einmal die komplette Artikelliste aus dem Dyson-Katalog einmal drin. Finde ich aber cool, auch wenn du Tiere hast oder irgendwas anderes. Das ist so genial eingebaut. Genauso würde ich es auch einbauen zu Hause. Ja, damit du Zugriff hast und nicht lange suchen musst, in irgendwelchen Kisten rumwühlen musst, zugreifen, anstecken und saugen. Also es muss kein zentraler Staubsauger sein, weil das Rohr, das musst du ja sowieso irgendwo herziehen und da kannst du auch gleich den Dyson in die Hand nehmen, oder? Ich finde, mit diesem meterschlangen Schlauch finde ich das immer ätzend. Am besten ziehst du den noch hier so ein bisschen um die Möbelecke, dass die Möbelecke dann noch nach 10 Jahren schäbig aussieht, weil den Schlauch da mal langgezogen hast. Naja, und den Dyson, den kannst du auch mal nehmen, um dein Pkw draußen nachher auszusaugen, ja, oder draußen unter der Markise oder irgendwas. Ich finde so viel praktischer. So, also ein Riesenbett, Bettmaß hier, 1,40 m, 1,50 m, 1,60 m? 1,80 mal 2 Meter. Kannst du natürlich auch 2,10 Meter lang bauen, wird nicht stören, weil du hast hinten noch Ablage, also gar kein Problem. So, ihr habt es verstanden. Das ist der Innenraum. Wir sind bei Heiko Hülsmann. Wir machen jetzt mal einen Cut. Teil 2 beenden wir jetzt mal. Tolles Auto, Heiko. Dankeschön. Wie lange habt ihr gebaut an dem? Halbes Jahr? Das kannst du nie so genau sagen. Das kommt immer darauf an, wie viele Personen reingesteckt werden, wie viele Leute arbeiten. Aber in so einem Fahrzeug stecken ungefähr 6.500, 7.000 Stunden. 6.500 Stunden. Jetzt überleg mal, du musst einen Verrechnungssatz machen von mindestens mal 80 bis 100 Euro netto. Also das ist ohne, sonst kannst du zumachen. Ja. Das heißt, wir haben ja einen Arbeitswert drin von ungefähr 600.000, 650.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Mhm. So, plus das Fahrgestell. Ja. Okay, also es geht billiger, dann baust es aber nicht so, wie ihr baut, richtig? Also billiger geht es ja immer. Das ist ja keine Frage. In dieser Individualität, in dieser Qualität, in dieser Manufakturbauweise wirst du es nicht schneller hinkriegen. Mhm. Wollen wir auch nicht, weil du dann unter Umständen Qualität verlierst. Aber wenn du dir so einen Möbelbau anguckst, Sven, das hat doch nichts mehr mit einem normalen Caravan oder so zu tun. Das ist doch Haushaltsstil und das macht einfach Spaß. Und ja, es wird sich vielleicht nicht jeder dafür begeistern können, aber unsere Kunden, die hier ein Fahrzeug kaufen, die sagen, weißt du was, und genau das mögen wir. Das ist das, was wir zu Hause haben und das wollen wir dann auch unterwegs haben. Sag mal, zahlen die Schweizer mehr Geld eigentlich? Nö. Also in der Schweiz ist das hier günstig, weil du in der Schweiz einfach eine Eigentumswohnung in Zürich mit dem Blick, den du hättest auf dem Campingplatz. Ich habe darüber nachgedacht, hast wahrscheinlich recht. Ja. Nee, weiß ich, weil Schweizer sich teilweise, klar, auch für die ist das teuer, aber die verdienen halt viel mehr. Mhm. Und das Ganze ist ja alles relativ. Das heißt, wenn der Werterhalt hoch ist und du für gebrauchte Fahrzeuge einige 100.000 Euro noch kriegst vom Zeitpunkt X, du vielleicht den Rennsport auch noch absetzen kannst, warum auch immer, weil es eben auch geht. Keine Ahnung, was ist. Ich meine, ich darf ja auch meine Fahrzeuge absetzen, weil ich filme und alle sagen, mein Gott, ich muss die normal bezahlen, aber ihr macht ja vielleicht auch keine 1.000 Videos über Wohnmobile im Jahr, ja, dann irgendwie da ist. Dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Ja. Das heißt also, das hier ist ja immer das Problem. Bitte schimpft nicht, kann ich mir nie leisten, ist viel zu teuer und so weiter und so fort. Das ist ja Angebot und Nachfrage. Und es gibt ja allein in Deutschland, ich glaube, 8 Millionen Wohnungen, die alle, je nachdem, wie es ist, oder Häuser, die teurer sind wie dieses Reisemobil. Und warum nicht sich diesen Traum wünschen,
den man hat, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Denn eins ist klar, Heiko, man lebt nur einmal. Und, und vielleicht auch mal, Entschuldigung, dass ich unterbreche, vielleicht auch mal die Überlegung, mein Ferienhaus in, weiß ich nicht, Portugal oder Mallorca, Marbella, keine Ahnung, will ich das haben oder will ich sowas Rollendes haben und bin nicht 10 Jahre in Portugal in meinem Ferienhaus, wo vielleicht auch der Nachbar nicht so richtig schmeckt, der da neu zugezogen ist, sondern ich habe vom Ambiente her, von der Qualität her, von dem, was ich machen kann in so einem Auto, das Gleiche nur auf Rädern und kann dann ein Jahr in Portugal sein, nächstes Jahr Marokko, dann am Gardasee oder auch auf Sylt. Und das, finde ich, ist eine gesunde Alternative. Sagt Heiko Hülsmann. Komm, wir gehen kurz raus, dann zeigen wir, wo wir sind. Wir sind in Bohmte, das ist in Niedersachsen. Ihr seid in einem ganz komischen Gebiet. Ihr seid umringt von Nordrhein-Westfalen. Ja. Das ist so. Das heißt, ihr habt so eine L-Form, glaube ich, die da ist. Eigentlich ist das ein Wunder, dass ihr nicht zum Westdeutschen Rundfunk gehört. Sondern ihr habt, glaube ich, einen eigenen Radiosender. Wie heißt der? NDR, glaube ich, oder? NDR gibt es, genau. Ja, das ist so. Und, aber wir sind relativ nah an, was ist, Osnabrück ist in der Nähe? Osnabrück ist 10 Kilometer von hier, genau. Was noch in der Nähe? Münster sind 50 Kilometer, Bremen sind 100 Kilometer in Richtung Norden. Also Osnabrück ist ja die größte Stadt in Niedersachsen. Und eigentlich wunderschön, das Osnabrücker Land. Gestern gab es einen Bericht im NDR über das Osnabrücker Land. Muss man sich mal anschauen. Ja, ich schaue diese Sender nicht. Die sind für eine andere Zielgruppe gedacht. Schon ein bisschen älter sind, gesetzter und so weiter. Du bist wahrscheinlich durch Zufall drauf gekommen, oder? Total, ja. Heiko Hülsmann, Diplom-Ingenieur FH, oder was war das? Ja, genau. Diplom-Ingenieur FH heißt heute University of Applied Sciences. Ja, so ist das ja. Vario Hülsmann, bist du da. Aber ich bin stolz auf dich. Ihr bildet aus. Ihr habt viele Azubis mit dabei. Mhm. Aber auch das verlangt viel Kräfte. Hier steht ein Kunstwerk aus deutscher Manufaktur, komplett made in Germany. Und da kann man wirklich sagen, komplett, weil das, der Actros wurde wahrscheinlich auch in Deutschland gebaut, oder? Ja, genau. Mhm. So, Deutschland, also Fahrzeug aus Deutschland, alles das aus Deutschland. Liebe Leute aus Amerika, auch wenn ihr uns nicht versteht, das Ganze irgendwie klingt wie was ganz Komisches, diese Sprache. Trotzdem müsst ihr euch diese Videos reinziehen, denn sowas wie hier, das kriegt ihr in Amerika nicht gebaut. Denn die Fahrzeuge sind alle ein bisschen leichter. Gut, die bauen auch viel, viel mehr. Eine andere Sache, die da ist, weil gerade die Amerikaner, die gucken unglaublich. Bei deinen Fahrzeugen hier haben wir im englischsprachigen Bereich über 30% Zuschauer, die neidisch auf diese Manufakturqualität gucken, die sowas gar nicht kennen. Und was die auch nicht kennen, das ist ein Mercedes Actros als Zugfahrzeug. Ich glaube, das ist sowieso das Problem, weil es diese LKW-Form in Amerika gar nicht gibt. Da ist immer eine Schnauze dran, die müssen auf die Länge nicht gucken. In Deutschland ist wegen der Länge alles ganz anders gebaut. Ja. Und da kriegen die ein Heft, wenn die sowas sehen. Ja, die sehen quasi eine S-Klasse als Reisemobil, weil der Stern, der hat in Amerika eine Bedeutung, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist wirklich für die viele Amerikaner ein ganz tolles Fahrzeug, für viele Deutsche auch, aber ein Reisemobil mit Stern, das bauen amerikanische Serienhersteller, ich glaube, nur auf den kleinen Fahrzeugen. Es gibt ja da Sprinter mittlerweile und so weiter. Sprinter, und dann gibt es die Tochter von Mercedes, der Freightliner in Amerika, der da läuft, aber eben Schnauzer. Nein, also die Philosophie bei den RVs, so heißen sie ja, die amerikanischen Wohnmobile, ist eine ganz, ganz andere. Und ich bin oft dort drüben und schaue mir das mal an. Auch toll, muss man sagen, aber was anderes. Ja, toll, also qualitativ, aber nicht ansatzweise zu vergleichen. Die haben da einen anderen Anspruch und groß und lang, ja, aber ja, anders, einfach anders. Tschüss Heiko, 16. Oktober, März. Oh, ich würde mich umbringen, wenn jetzt Oktober wäre, weil ich habe das ganze Jahr durchgeschwitzt. Ihr könnt anrufen 0049 5471 95110. Wie ihr bereits erfahren habt, Fahrzeuge haben alle eine Einzelabnahme beim TÜV, aber die Schweiz, das ist kein Problem, das kriegt ihr hin, oder? Absolut kein Problem. Ist ja internationales Recht. So, und wenn ich jetzt Interesse habe, ich rufe dich an, schick dir eine E-Mail. Wie ist deine Info-Ad? Kann man einfach machen? Einfach an Info-Ad oder an heiko.hülsmann@vario-mobil.com. Ja, geht auf die Webseite, drückt auf. Findet man alles. Tschüss. Tschüss, danke.